Tuesday. Handsome Jack. So, und was gibt's heute, Basti? Was Neues? Borderlands. Yeah, ja, Borderlands. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gespielt, aber ich gehe jetzt mal rein. Auf. Und davon. In die Weiten von Pandora. Mal schauen, ob's geil ist, mal schauen, ob's scheiße ist. Das kann nur gut sein. Wieso? Weil es Borderlands ist. Okay. Borderlands 2. Okay. Was ist das? Wann komme ich ins Hauptmenü? Da kommt immer nur das Logo gerade die ganze Zeit. Ja, das ist die Ladebildschirm. Ach so. Ich war schon, bin schon total verwirrt. Ich bin schon eingedeckt mit Energy Drinks. Dito. Und Wasser. Und einem Bier. Gut wird das. Das wird gut. Spielstände habe ich natürlich noch keinen, deswegen war die Suche sehr schnell. Oh, ja. Das sieht... Die Grafik gefällt mir hier im Hauptmenü. Ist ziemlich gut. Kannst du mich einladen? Ja, da. Meine erste Knarre? Was ist das? Oder kann ich... Ich will dich einladen. Nee. Ich hab dich aus herkommen. Komm. Tritt mir bei. Tritt du mir bei? Okay, von mir aus. Ist mir jetzt schon ein Charakter nicht zugewiesen worden, weil. Oder muss ich den. Nee, nee. Den kannst du ja gleich aussuchen, glaube ich. Ich drück mal auf meinen Namen, vielleicht kommt dir dann was. Profil ansehen. Achso, das ist nur mein Profil mit Trophäen und so. Oh, du bist da. Aber du hast schon deinen Charakter ausgewählt, oder? Du hast ja dahin irgendwie ein anderes Zeichen als ich. Hat das irgendwas zu bedeuten? Nö, ich habe meine Klasse schon ausgewählt. Und bei mir? Ich? Okay. Du noch nicht, das kommt gleich. Kannst du gleich starten. Neues Spiel, oder? Jo. Okay. Borderlands gibt's auf Twitter. So, du willst also noch eine Geschichte hören? Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht, Pech, ich erzähle sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer. Ein Alien-Gefängnis. Zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Die Krieger, die die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Sie zogen davon. Überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthielt. Sie irrten sich. Die Öffnung der Kammer führte zur Bildung von Iridium, einem kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Corporation. Hyperion kam nach Pandora, um Iridium zu schürfen und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Bei Grabungen stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer.
Ihr Boss schwor, sie zu finden und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der Zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Scharen nach Pandora, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Manche nennen solche Typen Abenteurer. Andere Narren. Ich nenne sie Kammerjäger. Unsere Geschichte beginnt mit ihnen. Und mit einem Mann namens Handsome Jack. Okay. Ich kann meinen Charakter auswählen, du auch? Hallo? Ja, ich kann jetzt meinen Charakter auch auswählen. Ich muss kurz noch was klären. Es ist... Also du bist auf Zeit begrenzt, musst dich beeilen. Wen nimmst du? Ich nehm Zero, also den Assassin. Okay, ich guck mir mal, was die für Kampfstile bei den anderen. Wen nehme ich,
glaube ich, eine Maya Sirene. Ja, mach ich, glaube ich. Weil. Ja, dann, ist gut, wenn du das machst. Die anderen gefallen mir irgendwie nicht. Außer Zero, aber nimmst ja du. Okay, ich sollte langsam mal X drücken, glaube ich. Ja. Du kannst auch die Skins so vorher einstellen. Was jetzt? Oder was? Ja, du kannst das hier da oben, kannst du das hier einstellen, also wenn du links hoch gehst, kannst du da den Kopf einstellen. Echt? Kann ich das? Ich lasse einfach Standard-Sachen, glaube ich. Okay. Du hast in welchen Netz gewonnen? Soll ich meinen Namen eingeben? Kannst du machen. Mach ich auch. Oh, ich habe nur noch 8 Sekunden. Fabi reicht, glaube ich. So. So, ist ja noch geschafft. Success. Ich hoffe, ich kann den Untertitel später noch wegmachen. Ja, das kannst du, da musst du in den Menü reingehen. Und dann, Ruhig! In der Cutscene ruhig sein. Claptrap. Yay, 2 goldene Keys hab ich bekommen. Hä, wieso? Weil ich Vorbesteller bin. Warte, ich will noch den Untertitel ausschalten. Okay. Option. Audio, glaube ich, oder? Untertitel. Aus. Ich hab eine Waffe. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt ausgeschaltet. Hast du auch eine Waffe? Weiß nicht. Ich hab keine. Was muss ich drücken? Nach oben oder nach unten? Ich hab gar nichts. Ah, okay. Was war das? Dann droppe ich auch meine Waffen. Ich hätte mir welche. Ich hab nen Key für den PSN Store, aber habe ich nicht aktiviert jetzt. Ja, musst du dann noch hier machen. Warte, ich droppe meine ganzen Waffen dann. Ah, so sprintet man. So. Ich bin schon da, ein kleiner rechteckiger Freund. Ich habe jetzt den ganzen Stuff gedroppt, damit es ein bisschen origineller wird. Also nicht, dass ohne extra Items starte. Verprügeln. Nein, das ist cool irgendwie. Du kannst voll weit springen, ne? Ich kann gar nicht springen, doch. Sehr gut! Deine Fähigkeit, kurze Distanzen zu überwinden, ohne zu sterben, wird Handsome Jacks Untergang sein. Und öffne dich! Hier runter? Kleiner Beitrag zur erhöhten Sicherheit. Man muss diese Bullymons in Schach halten, sonst reißen sie an die Augen raus. Wie heißt das? Das ist einfach der eigene, glaube ich, die Stadt oder so. Aber hier sind überall diese Claptrap-Dinger. Hey, wer ist denn das? Die Kiste! Hat er zu viel getrunken? Tut mir leid, ja. Alles, was erkennt, ja. Da ist noch ne, da ist ein Schrank. Den mach ich auch mal auf. Du sagst, also, sammelt immer die Schränke ein, wenn du willst. Wir teilen uns mal die Beute. Du bist die Schränke. Jetzt hier in dem Raum. Ich hab... Ah! Da ist mir schon was. So ein Müll mir entgegengekommen. Bist du hier drin? Hier drin sind auch nochmal Schränke. Wie auch immer. Ich habe eine Pistole in dem Schrank da drüben. Für Notfälle. Aber hier drin sind wir ja sicher. Hier, aber hier sind sie mir sicher. Bestimmt kommen gleich im Gegner. Wenn man gerade davon spricht. Nein! Lass ihn los. Oh mein Gott. Was hat er denn abgerissen?
sein Auge. Oh mein Gott. Ich brauche immer noch eine Waffe, aber kann ich seine Leiche mitnehmen? Okay, er liegt auch schon. Ich glaube, er kann nur nichts mehr sehen, oder? Hier ist eine Waffe. Ich suche immer noch eine Waffe, da hat irgendwas von der Pistole erzählt. Jetzt habe ich eine Pistole. Der läuft irgendwie gegen Wände. Hier drin ist da noch Stoff für dich. Trophäe! Eine Toilette, ist da was drin? Ja. An der Seite auch noch links. Wieso, wir können doch uns einfach die Waffen in den Kisten auch anschauen. Wir schauen uns einfach alles an, wer was brauchen könnte und so, bevor wir es einsammeln, oder? Jo, also. Oder kann man hier immer noch keine Gegenstände tauschen? Doch, hier kann man Gegenstände tauschen. Ich habe eine Pistole, aber ist das alles? Wie komme ich ins Menü? Warte mal. Ich muss auf Select gehen. Select. Okay, R1 kann ich hier switchen zwischen Sachen. Was ist das hier? Basic Waffe habe ich hier. Kann ich hier nichts reintun? Ja, weil du noch nichts hast. Achso. Hier sind meine Skill-Dinger, ich habe noch keine Punkte. Badass Rank, was bringt denn der? Das, warte. Das sind einfach Sachen, die du kriegst, also, Belohnungen quasi, die du dann einsetzen kannst, um deine Skill zu verbessern, mehr Health zu haben, mehr Schildregeneration, etc. Wir müssen sein Auge zurückholen, okay. Ich finde die Grafik gefällt mir sehr gut. Hier sind Kissen für dich. Wo? Wo? Da. Wo? Hinter dir. Da. Das ist alles für dich, ich habe schon drüben alles genommen. Warte. Wenn da stehen würde, was das wäre, da steht einfach nur, ich kann es aufnehmen, aber eine Information. Das ist Munition. Ach so. Wenn du gedrückt hältst, kannst du alles einsammeln. Ach so. Sind hier auch alles Munition? Ich halte es mal gedrückt. Ah! Das ist ziemlich praktisch. Ja. Auf geht's. Wenn Waffen da sind, stehen aber schon die Statistiken da, oder? Ja. Gibt's eigentlich so. Hä? Was ist, hier steht Reisen. Ja, das kannst du. Das ist später, glaube ich. Das ist wie bei Borderlands 1, dass du später reisen kannst. Du bist schon da unten. Vielleicht hier noch irgendwo was versteckt in der Gegend. Bleib dicht bei dem Roboter. Was ist das immer für eine Frau, die uns kontaktiert? Das ist seine KI. Man kann das so wie bei Halo sagen, die KI, die einem immer die Aufträge gibt und so. Bei Halo gibt eine KI einem die Aufträge? Ja, bei Reach. Da ist Claptrap, aber ist glaube ich ein anderer, oder? Ja, das ist glaube ich der gleiche. Der hat ja kein Auge. Wie kann uns dann folgen? Wer mir gesteuert? Ich glaube, wir sollen ihn beschützen. Oh mein Gott! Gibt's einen Nahkampfangriff irgendwie? Ja, auf R3. Ah, so geht genau als hier. Ich hab gerade schon. Was auf R1? Nee, oder? Wie? Wie geht ein Nahkampf? R3. Oh Gott. R3. Also, doch so. Ich dachte, das wäre mein Special Skill oder wie das heißt. Nee, das ist auf L2. Können wir ihn schon benutzen? Noch nicht so schön. Gegeben. Das muss man später dazu. Gibt's hier wieder Zeug zu plündern? Irgendwas haut mich doch, oder? Ich fühle mich so, als ist mein Controller ein bisschen vibriert. Ja. Hier. Ja. Das ist alles Munition. Jinken! Ah, was ist jetzt schon wieder? Was, da oben, was ist das Rote da? Sofort Gesundheit, aber wir sind voll. Ja. Du snipest hier die Leute, oder was? Mit der Pistole, ja. Oh Gott, er ist umgekippt, helft ihm! Ich muss nachladen. Ich komme runter! Da. Die Grafik gefällt mir wirklich sehr. Da kommt einer. Bam, bam. Noch einer. Der ist aber größer. Oh, der springt. Boah. Auf den Sack. Gib ihn. Ich hab's ihm gegeben. Da ist eine Kiste. Du bist ein Held, glaube ich. Oh, cool. Was ist denn das? Sofort Gesundheit. Nehme ich mal.
Hier ist auch sofort Gesundheit, wenn du welche brauchst. Hey, Kiddo, Jack hier. Okay, du. Okay. Ich werde dir erklären, wie es hier läuft. Kammerjäger taucht auf. Handsome Jack. Neuer Kammer. Kammerjäger wird gekillt. Von mir. Siehst du das Problem? Geh ich mal rein. Könntest du mir also einen Gefallen? Es scheint uns nicht zu mögen, dieser Handsome Jack. Ich glaube, das ist doch der Böse. Also, wir müssen davon ausgehen. Wenn ich sehe. Können wir in das Loch von denen, wo die Viecher rausgekommen sind, rein? Nee, geht nicht. Unglaublich hübschen Roboter. Das heißt, derjenige, der mein Auge hat. Oh Gott. Gib ihn! Ich muss nachladen. What the fuck? Auf den Sack! Alter, der verliert ja voll. Nicht so viel. Bisschen Nahkampf, okay. Ich hau ihn auch mal. Bam! Wow, kritisch stand sogar da. Schlecht. Ich sehe ihn nicht, wo ist er? Da! Fast tot, oder? Doch, stimmt. So, das will ich nicht. Ich sehe nicht, jetzt kommen die Viecher aus den Löchern. Ich hoffe, mir geht die Munition nicht aus. Pass auf, spring! Scheiße, scheiße, scheiße! Der ist tot. Wo ist es? Ja! Wo ist es? Da! Ich hau es! Ich box es! Ball einfach mal. Oh Gott. Oh Gott. Geht durch den Tunnel, da war doch schon Sofortheilung an der Kiste. Oh, weg. Yeah, level up. Zack. Das ist doch. Wie sein Auge. Ist das Pistole? Jetzt kannst du deine jetzige Pistole ersetzen. Wenn ich was gedrückt halt? Quadrat. Quadrat gedrückt halt. Also wenn die besser ist, dann siehst du es an den Stats. Ja. Die hat halt mehr Schaden gemacht und Geschwindigkeit war besser und irgendwo. Und Feuerrate war besser, also hab ich immer genommen. Ich habe jetzt beide Waffen einfach ausgerüstet. Mit drei kann ich ja wechseln. Ich habe doch gerade ein Level-Up bekommen, vielleicht kann ich jetzt auf. Habe ich einen Skillpunkt gleichzeitig aufbekommen? Nee, die kriegt man auf 4, weil bei Borderlands 1 ist Glück gemacht, dass sie auf 2 wird. Wo bist du schon wieder? Da. Ja. Siehst du eigentlich aus? Wieso? So siehst du aus. Was? Wie kann man sich ducken? Auf Kreis. Kann man sich auch hinlegen? Nein. Wenn ich es gedrückt halte, vielleicht? Nein. Nee. Jetzt hat das zugemacht. Hä? Jetzt hat das noch wer zugemacht, das war ein Hügel. Ach, lass ihn, der hat gerade sein Auge verloren gehabt, Mann. Okay. Kann ich auf ihn drauf springen? Nee, ich glaube nicht. Es geht durch. Ist das sein Haus? Das ist der Vorteil. Da ist eine Kiste. Ich bin mit fast allem auf dem Mission, her damit. Es ist ein weiter Weg nach Sanctuary. Nimm bitte alles mit, was du für die Reise brauchst. Oh cool. Doch doch, ich brauch alles für die Reise. Wo sind Waffen? Hier geht's so spät dazu. Willst du einen Nahkampf machen? Wie? Willst du einen Nahkampf machen? Nein, du bist doch der Typ mit dem Schwert. Ja. Also nimm die Schrotflinte. Eigentlich bin ich stealth. Ist doch egal. Du hast ein Schwert, ich nicht. Kannst du auch nicht mehr machen, ja gut. Okay, hier. Halt, der will was von uns wissen. Oder Kapitel 2 bei der Berg. Was? 2 bei der Berg? Hier, noch Kisten für dich. Hier, wo hier? Da hier. Wie gehen Granaten? Oder wo weiß ich, ob ich schon Granaten habe? Das steht, glaube ich, über der Munitionsanzeige.
Was ist das für eine geile Waffe bei mir gerade? Ja, das sind die Waffen, die so möglich sind. Oder auf der Welt alles zu finden. Es sind mehr als im Borderlands 1. Im Borderlands 1 waren fast unmöglich viele. Werden wir nämlich. Zum Glück gibt es keine Trophäe, dass man alle Waffen, alle Waffen besitzt. So. Ich glaube, das ist hingefallen. Halt. Die Waffen werden auch mit dem Westen zusammen. Also, die haben noch nicht eingeschlafen. Also, man kann unmöglich, glaube ich, die gleiche Waffe zweimal haben. Achtung, Leute von Pandora! Man kann sich schon mal was sehen. Okay, komm. Hier bekommt man keinen Schaden, wenn man runterspringt. Ich weiß es nicht, ob du mich. Oh, und ich biete noch immer eine Belohnung für Roland, den Massenmörder und Anführer der Crimson Raiders. Weidmanns Heil, Banditen! Aua! Das hat mich gehauen. So. Eine Million Mäuse? Und hier ist diese Haufen, die kannst du kaputt machen, das ist da. Wo gibt... Was, die Häuser? Was für Häuser? Diese kleinen Häuser, diese kleinen Haufen. Gibt's da unten vielleicht noch Zeug? Anstatt hier weiterzugehen, wo der... Okay, wir müssen ihn aber beschützen. Das sind Jugendlichen. Ah. Der hat immer noch nicht sein Auge, wieso? Wir haben doch das Viech getötet. Nicht schlecht, ich bin getroffen. Sagenhaft! Zuerst greifen Captain Flints Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ah. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Schade, wo kein Problem. Kammerjäger, könntest du Flints Männer finden? Der Zeug verloren, der Typ da hinten. Und nicht Geld. Oh. Da. Einen Vorschlag für dich, Kammerjäger. Ja, lass Geld ein. Wo ist das? Das Geld kriegen wir beide, also das ganze Geld kriegen wir beide. Hier ist eine Waffe. Was ist das hier? So, so mit dem Ei. Ich stimmt, ich töte erstmal den Typ. Okay, ich sammle es ein, wir können ja tauschen hier. Wo ist der Feind? Da. Was ist los mit euch? Da ist noch einer. Hinter dir! Wo? Da. Da ist noch einer. Da kommt ein dicker Klops. Weg ist er. Okay. Da ist noch so ein Vieh. Kämpfen die Gegner dann da auch die Gegner? Das kommt ja ganz stark nach Krasse an. Bah! Sehr nice. Da unten ist noch einer. Da ist die das weggerollt. Ist das? Was meinst du? Ich hab Waffe eingesammelt? Ja. Okay. Ist hier noch irgendwo eine Kiste versteckt? Ich hab den Häuser. Den Brief fassen? Kommt zu meiner Behausung, dann stellt Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Wo bist du? Bleib bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Hammerlock würde es sich anders überlegen. Wir beide sind wie zwei Ärzte in einer Hülle. Da ist doch noch was. Da ist ein grünes Ding. Da ist auch noch was. Okay, kann ich das hier aktivieren? Den Schalter hier kann man aktivieren. Ich drück mal. Was dann passiert? Ja, passiert aber nichts. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich meine Gehirnzellen. Oh Gott, der ist elektrisiert. Join the Crimson Raiders fight back. Wer ist denn das? Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammer. Da steht's. Die Charaktere vorgestellt werden, finde ich. Stets cool. Zu dir. Obwohl, das ist was auch. Und dann steht irgendwie unten doch noch irgendwie so ein Zusatz. Irgendwas. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Was hast du alles? Das tauscht nochmal mit mir. Warte, ich habe noch nicht mal selbst nachgeschaut, was ich schon habe. Halt, den Briefkasten kann man öffnen. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich. Ist denn fast was drin? Nee, aber was drauf? Müssen wir euch was sagen? Hier ist ein Geschäft, aber ich schaue jetzt erstmal, was ich schon eingesammelt habe. Okay, falsch, ich muss auf Select. Machen wir eine kurze Pause hier und erstmal schauen, was wir schon gesammelt haben. Geld.
Willst du auch willst du eine Waffe vielleicht? Was hast du denn? So ein paar Pistolen nur. Ich stehe direkt hier. Was haben wir hier? Kann ich auf das Dach? Geil aus. Das ist weg. Warte, was kann ich denn geben? Jetzt sehe ich endlich mal meinen Charakter. So, da. Ist das überhaupt besser als meins? Ist das gar nicht besser als meins? Zeig mal die Person, die du mir geben wolltest, oder die du dazu anzubieten hast. Ja, Level 3 willst du behalten. Nö. Ich mag meine mehr. Okay, dann musst du noch Trade machen.